Ja, mit Autos ist es wie mit Klamotten. Entweder man kauft von der Stange, dann sind sie einigermaßen bezahlbar, zwicken aber hier und da. Oder man geht zum Maßschneider. Dann ist alles so, wie man es haben möchte, dafür aber auch nicht ganz billig. So, dann kommen wir doch jetzt mal zur Geldfrage. Ein normaler Anzug, würde ich sagen, zwischen 150 und 300 Euro. Was kostet denn jetzt so ein feiner Sven hier? Also den Sie sich jetzt ausgesucht haben, das ist ein Super 150 mit Seide. Der kostet also knapp 4.000 Euro. Ah ja, genau. Ja, genauso ist das eigentlich bei den Autos. Ne? Wenn man was Extravagantes, was Maßgeschneidertes haben möchte, dann muss man auch da ordentlich drauflegen. Aber ja, ist halt auch ein bisschen schöner, zumindest bei den Anzügen. Ob das bei den Autoveredlern genauso ist, das finden wir heute raus. Vielen Dank, Herr Weigand. Insgesamt über 2200 PS und Autos im Wert von über 1,2 Millionen Euro wird Matthias auf seiner Reise zu den krassesten Automaßschneidern bewegen. Sein erstes Ziel, das Leistungsparadies. Matthias ist auf dem Weg zu einer Firma südwestlich von München, die sich auf extreme Motorumbauten spezialisiert hat. Alles auf Anfrage und strikt nach Kundenwunsch. Dieser Powertuner ist der Maßschneider unter den Leistungssteigerern. Thorsten, guten Tag. Hallo Matthias. Grüß dich. Man hat mir verraten, hier gibt's Leistung. Das ist korrekt, ja. Wie viel Leistung kriege ich denn hier? Alles ab vierstellig. Alles ab vierstellig? Ja. Das ist gut. Wie hoch vierstellig geht es denn bei euch so? Sagen wir 1000 PS ist in Ordnung, alles was darüber ist, ist Bonus. Aber wie viel könnt ihr denn machen? Also kann ich jetzt 2 haben, kann ich 3000 haben? Ja, das ist schon arg hochgegriffen, aber sagen wir, die meisten sind zufrieden ab 1000 PS. Also wenn man die vierstellige Bereich erreicht ist, wie zum Beispiel bei dem hier, der Traum war vierstellig und das haben wir auch erreicht. Der hat jetzt über 1000 PS? Ja. Den nehme ich. Obwohl dieser Toyota Supra schon über 20 Jahre auf dem Buckel hat, sieht man ihm sein Alter nicht an. Er wurde vom betagten Alltagssportler zu einer japanischen Hightech-Rakete umgebaut. Denn unter der Motorhaube geht es richtig zur Sache. Aus den einst 330 Serien PS sollen nun über 1000 geworden sein. Höchstgeschwindigkeit rund 340 Sachen. Eine echte Ansage, der Tacho erreicht bis 400 km/h. Vorbild für den Supra sind die legendären Fast and Furious Filme. Hier donnern japanische Sportwagen mit 1000 PS und mehr über die Straßen. Sprechstunde mit Supra-Besitzer Dennis. So Dennis, normale Menschen, die das sehen, die sagen, jemand, der sowas besitzt, der sowas macht, der ist krank. Warum bist du nicht krank? Ja, ich liebe das Detail und Autos waren schon immer mein Ding. Und ich habe hier einfach. Ja, gut, ich bin mit Autos groß geworden. Mein Opa hat ein Toyota Autohaus. Okay. Deswegen bin ich als Kleiner schon ziemlich früh mit Autos aufgewachsen. Der Opa ist schuld. Opa ist schuld. Alles klar, so jetzt stehen hier 1000 PS im Raum. Weißt du, dass er die hat? Glaubst du das? Das wird er haben. Ich glaub's nicht. Ich will ihn auf dem Prüfstand sehen. Hm? Machen wir das mal. Mach mal. Ja? Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Über 1000 PS soll dieser Supra besitzen, aber geredet wird viel. Jetzt kommen die Fakten auf den Tisch. Matthias ist immer noch misstrauisch und hakt noch einmal nach. So Dennis, dein Baby ist jetzt hier angeschnallt. Jetzt kommt gleich die Leistungsmessung. Was machst du denn, wenn dein Auto nicht über 1000 PS hat? Also ich bin mir eigentlich recht sicher, dass wir die 1000 PS mal geknacken. Ja, und was machst du, wenn er sie nicht hat? Da müssen wir nachbessern, ganz klar. Okay. Dann würde ich sagen, Thorsten, wir starten mal die Messung, ja? Die Leistungsmessung beginnt. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Und dann ist es amtlich. 1014,1 PS. Alter! Ich hab's doch gesagt, wir haben es geschafft. Es stimmt. Okay, dann würde ich sagen, jetzt haben wir gesehen, wie das aussieht. Jetzt wollen wir wissen, wie sich das anfühlt. Schlüssel? Ach ja, steckt ja, ne? Los geht's. Die Jungs hier haben jeden Tag damit zu tun, deswegen ist das für die auch so total normal. Und deswegen, das färbt dann so ein bisschen ab und denkst so, ja, okay, 1000 PS, ja, okay, dann fahren wir jetzt los, oder? Mit 1000 PS, ne? Ja, okay, alles klar, das ist so ein bisschen, ja. Es ist pervers, aber man gewöhnt sich dran. Ein Bugatti mit dieser Leistung kostet rund 1 Million Euro. Und wo liegt der Supra preislich? Ich würde mal sagen, wenn wir das Auto mit reinrechnen, alles drum und dran, sind wir da bestimmt bei über 100.000 Euro. Ich pass auf.
was passiert, wenn man das Gaspedal ganz durchtritt. Ach du Schande, Alter! Boah, ist das pervers. Alter! Und im fünften geht's genauso weiter. Das ist ja Wahnsinn. Okay, Bodenwellen mag er nicht so gerne. Was, wo ist denn der Tacho eigentlich? Ach so, hier, 2,40. 30, 40, 50, 60, 70, zicki-zacki. Das ist ja unfassbar, wie das Auto geht. 1000 PS ist eigentlich schon so, dass das Auto schneller fährt, als das Hirn denken kann. Und das Besondere an dem Auto ist, dass der sehr, sehr lang übersetzte Gänge hat. Und du hast eine irrsinnige Zeit, das alles zu genießen. Du machst so. Hiermit habe ich ja geschaltet. Und dann machst du den nächsten Gang rein und es dauert wieder ewig lange. Und das ist das, was so ein bisschen dieses Leistungserlebnis verschleift. Und dann guckst du auf den Tacho und da stehen schon 2,30 drauf. Vor allem aber begeistert Matthias, wie präzise sich dieser Dampfhammer bewegen lässt und wie gut er verarbeitet ist. Keine Selbstverständlichkeit bei Tuning-Autos. Ganz ehrlich, du spürst sofort, dass das ein ernstzunehmendes Auto ist. Weil hier klappert nichts, hier rappelt nichts. Klar, das Getriebe ist laut, aber es muss laut sein, damit es das Ganze auch aushält. Richtig. Nach dem Autobahnabstecher muss der Super Supra kurz an die Tränke, denn sein Verbrauch liegt jenseits der 20 Liter auf 100 Kilometer. Hochwertiger Tankstellensprit reicht dem Geschoss für die volle Leistung. Spezielles Bioethanol braucht er nicht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auto mit über 1000 PS, was mit normalem Sprit fährt, was ganz man jeden Tag im Alltag benutzen kann, rein theoretisch. Richtig. Zwischenfazit nach Matthias' erster Station seiner Tuning-Reise bei Provotec in der Nähe von Landsberg. Und hat dich der Supra überzeugt, Matthias? Also das, was hier hinter mir steht, das ist schon tailor-made, was ich mir vorstellen könnte. Ich würde das Ganze aber einfach nur schwarz lassen oder weiß oder, weiß ich nicht, dunkelgrün oder sowas. Ich würde es wirklich ganz understatement-mäßig machen und den Monster-Motor rein, das wäre mein Auto. Nach so viel Power braucht Matthias jetzt erstmal ein Wellnessprogramm. Die Luimex GmbH in Pfaffenhofen hat da genau die richtige Maßanfertigung im Showroom. Einen Rolls-Royce Phantom, veredelt von Mansori. Genau, servus. Servus Matthias, alles okay bei dir? Ja, und bei dir? Lange nicht mehr gesehen. Sehr gut, sehr gut. So, Rolls-Royce Phantom hast du zu verkaufen. Richtig. Und bei diesem Rolls-Royce Conquistador hat der Veredler Mansori alle Register gezogen. 2007 auf der Messe in Genf präsentiert, protzt er mit schier unendlichem Luxus. Die Umbauten des im Fichtelgebirge ansässigen Tuners beziehen sich vor allem auf den Innenraum und die Karosserie. Doch was kostet so ein Auto? Eine Frage, die Gennaro Luzzi ganz genau beantworten kann. Schließlich sucht er für das Prachtstück einen neuen Besitzer. Was war denn der Grundpreis früher vor dem Umbau? Der Grundpreis liegt circa bei knapp 400.000, ein paar Schnickschnack noch hin und her. Und was hat dann der Umbau selbst gekostet? An die knapp 500.000 Euro. Was? 500, ja, der ist ein zweites Auto dazu bekommen. Und wenn ich dir jetzt heute mitnehmen möchte, was kostet mich das Auto dann? 299.900, Sonderpreis. Das ist eine Geldvernichtungsmaschine, oder? Ja, jetzt nicht mehr. Das ist günstig. Also, jetzt passt. Da passiert nicht mehr viel jetzt. Okay, ja. Was hat Mansori alles umgebaut? Mansori, fangen wir mit dem Lack an. Also mattschwarz lackiert. Mhm. Das ist normalerweise glänzig, ganz dunkel. Dann haben die den Grill nach vorne verlegt. Alle Anbauteile, was Chrom waren, sind in Alu-Matt eloxiert. Die Stoßstangen ein bisschen verlängert. Hier auch die Grills. Sehr schick gemacht. Hier Doppellippe. Also ein bisschen massiveren Auftritt einfach. Ja. Die Felgen passen auch dazu. Die gehen mir quasi Felgen bis zur Hüfte. Ja, 22 Zoll. Früher waren es mal Fahrradräder. Heute haben wir es am Auto oben. Was kostet so eine Felge und so ein Reifen, wenn ich den kaputt fahre? Ich fahre einen Bordstein hin, Felge kaputt, Reifen kaputt. Ja, der Reifen schätze ich mal so ein Tausender. Und die Felgen an die 2000 Euro plus lackieren. Also okay. 3,5 plus Steuer sind 5000 circa. Alles 4, klar, also ein bisschen Spielgeld sollte man ja, für den 300.000 Euro. Sollen wir übrig haben, ja, ja. Die Türgriffe sind normalerweise auch verchromt, oder? Die sind normal verchromt, aber die hier sind wie die anderen Anbauteile eloxiert, matt eloxiert. Das Auto ist riesenhoch, fast wie ein VW-Bus. Ist das normal? Das ist normal für das Auto, für die Herrschaft, damit sie gemütlich einsteigen können, wenn sie ein bisschen fester sind. Gut rauskommen wieder. Okay. Ja. Was haben wir am Heck gemacht? Am Heck haben wir auch einen Spoiler gemacht. Das braucht damit man bei er nicht abhebt. Ja, ja. Mhm. Der so viel Leistung, 500 PS ist wenig für das Gewicht, aber dann die Umrahmung und der Lichter, die Hände hier, dann hier auch ein bisschen verlängert.
die Stoßstange hinten. Okay. Andere Auspuffendrohre. Ja, auch so angepasst an die Stoßstange. Wer lässt sich ein Rolls-Royce tunen für 500.000 Euro? Das Auto gibt es nur einmal. Und jeder möchte halt ein Einzelstück haben, mhm, und das kostet viel Geld. Und okay, den muss man halt haben. Geld. Alles klar. Wichtig, sehr wichtige Leute. Gut. Vor allem Oligarchen. Ganz wichtig. Also, ich lade dich ein auf eine Probefahrt. Das Auto musst du ja fahren. Sehr gerne. Okay. Dann schau mal, ich mach dir die Tür auf. Jetzt, Matthias, steig mal ein. Ja. Wir machen dann ich fahr dich mal eine Runde. Sag mal, gibt's hier auch was zu trinken an Bord? Nee, leider nicht. Muss man bestellen. Okay. Stewardess. Aber einen Regenschirm gibt's. Wenn es regnet, dann brauchen wir nichts mehr zu trinken. Das finde ich schön. Für die Dame, ja, und für die Herrschaften, für, ja, den Chef vor allem. Also, Chef, wir fahren okay, los. Okay, für dich. Jawohl. Fahrer. Mach ich. So. Und ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Privatsphäre, ne? Auf den ersten Metern belässt es Matthias dabei, das Fahrzeug ganz in Ruhe zu genießen. Neugierig wie er nun mal ist, entdeckt er ganz versteckt einen kleinen Joystick in der Mittelarmlehne. Und der sorgt für noch mehr Wohlbefinden. Ach hier, guck mal, da ist die Sitzverstellung. Die ist verdeckt, so, ja, damit, oh, die Kinder nicht spielen können. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Liegesitze. Doch das war noch lange nicht alles, was der umgebaute Phantom zu bieten hat. So, was ist hier alles im Innenraum verbaut? Die Sitze mit Veredelung, mit gesteppten Nähten und so Karos. Die Türverkleidungen das gleiche, in schwarz mit cremefarbenen Nähten abgesetzt. Dann sind die Bildschirme verbaut hinten. Mhm. Also der Innenraum ist auch das Dach. Das der Dach. Himmel ist alles von Mansori gemacht. Jawohl. Die Seitenscheiben sind abdunkelbar, damit man die hinteren Herrschaften nicht sieht. Ah, okay. Was kostet was? 4.000 plus Steuer. Was? Ja. Eine Scheibe? Eine, ja, ja. 4.000 Euro. Plus Einbau. Und dann bist du ruckzuck bei 6.000 Euro. Wahnsinn. Bei diesen Summen schlackern Matthias gewaltig die Ohren. Und bei ganz genauer Betrachtung kommen dem Moderator gewisse Zweifel bezüglich Qualität und Verarbeitung. Also wenn ich mir das hier so ganz genau angucke, ne? Ja. Dann muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich glaube, dass das Serienleder schöner und besser verarbeitet ist. Das ist definitiv so. 500.000 Euro für Lack, Felgen, Schürzen und die Innenausstattung, also Carbon und Leder. Ich weiß nicht, wo die 500.000 Euro hin sind, ganz ehrlich. Und wenn man ganz, ganz ehrlich ist und sich das Auto von innen anguckt, ist es eine absolute Frechheit. Wenn das Leder in einem VW Golf so verarbeitet wäre wie da drin, würde kein Mensch einen Golf mit Leder kaufen. Matthias hat die Faxen dicke und möchte selbst hinters Steuer. Auf der Autobahn kann der dicke Gleiter jetzt zeigen, was er kann. Jetzt dürfen wir hier mal ein bisschen Gas geben. Ja, aber das geht langsam, ja schon vorwärts, Matthias, ne? Langsam, das ist ein Rolls Royce. Ja, ja, ich fahre doch nur ein bisschen. Nicht verwechseln mit irgendeinem Rennfahrzeug. Wie viel Platz hier ist. Sag mal, sind die Seitenscheiben, sind die beheizt, diese Linien hier? Die sind beheizt, ja. Ah, ja, das ist angenehm, finde ich. Ja. Also das ist schon eine Aufgabe, mit so einem Auto zu fahren, ne? Da musst du musst rechts schauen, links schauen, die Länge beachten. Ja. Genau, was kostet denn da, wenn ich da so einen Kratzer oder gar eine Beule in den Kotflügel reinfahre? Was kostet so ein Kotflügel? Kotflügel? Ja. Ich schätze um die 10. 10.000 Euro? Ja, ist aus Alu. Handarbeit plus Arbeit plus matt lackieren. 15.000, da kannst du ein Polo verkaufen. Auch wenn das ein geschätzter Preis ist, der Mansori spielt in einer eigenen Liga. Matthias gibt Gas. 170. 180. Die Haube hebt sich. Wir schweben herrschaftlich durch die Straße. Du wirst nicht durchgeschüttelt oder mega in den Sitz gepresst, sondern es ist einfach nur so, wir werden schneller, my lord. Ja? Genau, my lord ist das richtige Wort. Jetzt haben wir 200 drauf. Und ganz ehrlich, mehr willst du mit dem Auto nicht fahren. Nein. Conquistador steht für Eroberer. Ob er Matthias' Herz erobern kann, bleibt allerdings fraglich. Das Einzige, was die, glaube ich, mit diesem Auto erobern, sind die Portemonnaies ihrer Kunden. Ja, ganz ehrlich, weil das ist, also klar, mit so einem Auto hast du immer einen Mega-Auftritt. Ja, also ein Rolls-Royce ist eh schon eine wahnsinnige Erscheinung, egal wo der auftaucht. Und dann noch in matt-schwarz und hier alles Verchromte weggemacht und auch matt gemacht. Das ist einfach ein Puff-Daddy-Auftritt. Und wer das mag, der kriegt 100% Puff-Daddy. Und wer es nicht mag, der kauft sich halt einen Serien-Rolls-Royce.
Matthias macht sich wieder auf den Weg. Nach extremer Leistung und extremer Optik jetzt ein maßgeschneidertes Auto mit Luxus und Dampf. Die Rede ist von einem veredelten BMW M6 Grand Coupé. Ein echter Wolf im Schafspelz. Daniel Kuchenbecker vom Kulttuner G-Power wartet bereits und erklärt Matthias die Details. Moin Daniel. Moin Matthias. Ja, hör mal, G-Power ist uns ja wärmstens bekannt, ne? Ja. Aber was hast du uns denn da heute für ein Schätzchen mitgebracht? Ich habe dir den neuen G6 MB Turbo mitgebracht. Okay, was kann der? Schnell sein, luxuriös und trotzdem elegant und zurückhaltend. Der ist original, oder? Optisch? Optisch ja, bis auf unsere neuen Schmiedefelgen. Okay. Und sonst nur Leistung und Interieur. Dann sag doch mal was zur Leistung, bitte. Machen wir mal das Häubchen auf. Wir haben die Edelstahl-Downpipes verbaut, eine Titanabgasanlage. Unsere Bitronic 5-Steuerung. Wie viel Leistung kommt am Ende bei raus? 750 PS. Das reicht mir. Schlüssel bitte. Bitteschön. Danke und bis später. Viel Spaß. G-Power belässt es außen weitestgehend bei der Serienoptik und setzt vor allem auf Leistung. 750 PS und Heckantrieb. Die Zutaten für einen richtig guten Grip-Tag. Immer wieder einfach ein Träumchen, wie die das bei G-Power hinkriegen, dass diese Autos so dermaßen anschieben. Ja? Du hast in jeder Lebenslage auch richtig Druck. Und wenn du bei 100 einen Gang runterschaltest und du gibst Vollgas, drehen die Räder durch, dass alles zu spät ist. Also das Auto macht richtig Laune. Und wie gut der Wagen wirklich geht, möchte Matthias natürlich genau wissen. Immerhin sollen maximal 305 km/h drin sein. Matthias bearbeitet das rechte Pedal und fegt mit dem getunten M6 über den Asphalt. So, jetzt liegen schon 200 an. Mal gucken, wie weit es noch geht hier. Ja, 240 und ich muss schon wieder bremsen. 0 auf 200 in unter 10 Sekunden geht mit dem Gerät. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 305 Stundenkilometer. Das ist der Serienstand, den auch BMW ermöglicht. Und G-Power hat mir erzählt, es gibt keinen weltweit, der bis jetzt es geschafft hat, in dieses Steuergerät reinzugehen und die V-Max aufzuheben. Das geht nicht. Ansonsten, also es geht wohl, aber ansonsten brennt hier alles lichterloh. Tannenbaum im Zentraldisplay. Und dann ist es vorbei mit allem, was man so haben kann. ESP, Schlupfregelung und so weiter und so fort. Das funktioniert dann alles nicht mehr. Und deswegen hat es bis jetzt noch keiner geschafft, diese 305 zu knacken. Und sind wir mal ganz ehrlich, 305 km/h sollten ja auch reichen. Dieser M6 verbindet schiere Leistung, ein den Umständen entsprechendes unauffälliges Äußeres und einen extrem edlen Innenraum mit allen erdenklichen Extras. Carbon-Vollausstattung und Multimedia-Komplettpaket inklusive. Allein die Veredelung des Innenraums kostet so viel wie ein neuer Porsche Carrera. Matthias will genau wissen, wie sich dieser Wahnsinnspreis zusammensetzt. Was ist da tatsächlich alles drin? Und vor allem, ist bei diesem M6 überhaupt noch irgendetwas Serie? Matthias macht sich auf den Weg zu G-Powermann Dennis. Aber das ist jetzt schon ziemlich unterhaltsam hier, ne? Ja, schon. Und ihr habt den kompletten Innenraum umgebaut. Hier sind ja sogar die Lüftungsdüsen, die sind ja schon angepasst. Wir haben alles komplett ausgebaut und angepasst auf das komplette Interieur. Okay, was kostet der Umbau innen drin? 95.000 Euro. Eieiei, wieso ist das so teuer? Weil er noch spezielle andere Sachen hat. Hock dich mal hinten rein. Hinten gibt's noch was? Ja. Hinten sitze ich ja normalerweise nie, ne? Ja, aber da macht's auch mal in diesen Autos Spaß. Okay, erzähl. Und zwar, jetzt musst du auf deine Füße aufpassen. Ja. Was ist das denn bitte? Da haben wir schöne iPads verbaut. Ein iPad. Das ist es. Und wenn du jetzt in der Mittelkonsole noch den kleinen Schalter unter der Klimaanlage drückst. Ja. Und nach oben schauen bitte. Und was ist das jetzt bitte? Das ist der Bildschirm für den Mac, der sich im Kofferraum befindet. Das glaube ich nicht. Also voll vernetzt, voll Internet. Alles.
Geil. Und ist der auch hier verbunden mit der Musikanlage am Auto? Ja, ist alles miteinander komplett vernetzt. Also kannst du deine Musik draufladen und sie schön über das Soundsystem anhören. Das nenne ich Business Tuning. TaylorMade oder Maßschneiderung hat ja viele Gesichter. Man kann das komplett in die Luxusvariante packen, dass man alles voll macht mit Leder. Hier ist es ein bisschen technologischer durch dieses Carbonleder, was mir gut gefällt. Und ich finde auch, dass es so, wie es gemacht ist, zu dem Auto passt, weil es ist ein sportliches Auto, sportlicher Innenraum. Wenn du da alles voll machst mit mega Leder und so weiter, das würde eigentlich nicht passen, finde ich. Der G-Power, so wie er jetzt hinter uns steht, kostet mit den gesamten Umbaumaßnahmen, egal ob es Leistung oder Innenraum ist, 250.000 Euro, was natürlich unfassbar viel Geld ist. Aber man kann auch viel Geld sparen, indem man einfach den Umbau innen drin weglässt. Denn nur der Motorumbau mit der Auspuffanlage und so weiter kostet ja so um die 18.000, 20.000 Euro. Und das wiederum finde ich echt schwerstens in Ordnung für 200 PS. Plus 20.000 Euro, ja, dann hast du für 150.000 Euro einen richtigen Bomber da stehen. Ja, fehlt eigentlich nur noch der Lottogewinn. Da, so schöne weiße Wölkchen, steigen jede mit auf. Anfangs haben wir die Frage gestellt, was ist besser, Autos von der Stange oder Tuning-Autos? Und welche Arten von Tuning gibt es überhaupt? Matthias Reise ging vom hochgezüchteten Japaner mit brachialen 1000 PS zum rein auf Luxus und Show getrimmten Rolls-Royce von Mansory. Letzte Station ist der äußerlich unauffällige, aber bärenstarke BMW M6 von G-Power. Also eine Mischung aus Luxus und Power. Doch welcher Maßanzug auf vier Rädern passt Matthias am besten? So, das ist jetzt auf unserer TaylorMade-Reise das dritte Fahrzeug. Und dieser BMW M6 Grand Coupé ist das Beste aus beiden Welten. Er hat ein perfektes Motortuning, er ist im Innenraum komplett umgebaut und außen ist er Wolf im Schafspelz. So möchte ich das haben. TaylorMade im Bereich Motor, Fahrwerk und so weiter ist perfekt. Da kann man die Autos verbessern, weil man sie verstärken kann und schneller machen kann. Das macht mir richtig Laune. Wenn es um Innenraumumbauten geht, glaube ich, bin ich eher derjenige, der das Auto einfach innen komplett original lassen würde, weil die Hersteller das meiner Meinung nach richtig gut machen. Und so bleibt am Ende die Erkenntnis, Tuning-Autos sind echte Adrenalinspender, aber auch ein teures Vergnügen.